Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Kühne Knappe. Hier wäre Eisentor aber unzweifelhaft geschlossen. Genau, wir müssen ausbrechen aus dem Gefängnis. Das ist nichts. Okay, hier kaputt. Die kaputte Wand führte nur in eine weitere Zelle. Aber wir können jetzt die Eisentür. Eisentor, so. Kaputt machen. Hallo? Ist hier jemand? Ich habe kein Schwert, das ist natürlich blöd. Die Lüftung sah sehr finster aus. Ganz und gar nicht wie ein bequemer Durchgang irgendwo hin. Ist egal. Der Verräter Jod starrte in das beängstigende Dunkel des Schachts. Darin erwartete ihn ein grauenhafter und letztlich einsamer Tod. Ist das so? Springen wir mal. Ach du Heiliger. Der Energiestrahl wirkte warm und verlockend. Kannst du... Ja. Danke. Vielen Dank. Da bist du. Ja, ihr habt keine Zeit. Ah ne, das Ding kommt nicht mal weiter. Jod, du lebst. Wann bin ich froh, dich zu sehen. Weißt du, durch wie viele düstere Gänge ich auf der Suche nach dir gehuscht bin? Waren viele. Jedenfalls ist es einfach toll, dich zu sehen. Ehrlich gesagt, sind wir nicht gut aufgestellt. Bombard ist nicht mehr bei uns. Rumweil regiert Mojo jetzt von seinem grausigen Palast aus, den er dreist auf Schloss Artia draufgeknallt hat. Angeblich hat Königin Chroma im Palast gefangen gehalten. Ja, hast du dein Schwert nicht. Aber ich habe unterwegs ein paar Soldaten belauscht. Die sagten, sie hätten deine Ausrüstung an einen Ort irgendwo außerhalb des Buches gebracht. In der Unheil werden wir sie also wohl nicht finden. Finden könnten wir hier jedoch Viola und Krass. Bin ziemlich sicher, dass sie in der Nähe gefangen gehalten werden. Komm, suchen wir sie und bringen euch wieder zusammen. Hier noch? Aha! Ein Upsvogel. Der zweite. Von 10. Ja, ich habe schon einige verpasst, aber... Ist halt so. Jetzt waren es 2 klägliche Flüchtige. Keine so tolle Entwicklung. Wo kläglich bin ich doch gar nicht, hallo? Oh ja. Ich weiß, was vor uns liegt. Eines von Grumwalds Datenzentren. Du würdest nicht glauben, wie sehr diese Heidis ihren Papierkram lieben. Ständig melden sie einander und versuchen, sich gegenseitig in Schwierigkeiten zu bringen. Ein lustiger Haufen. Hör mal. In Datenzentren wimmelt es von Truppen. Ich kann an ihnen vorbeischleichen. Als Maus liegt mir das im Blut. Sobald ich durch bin, öffne ich die Einlüftungsschacht und du kommst nach. Verlass das dem treuen, verstohlenen Vincent. Okay. Vor den Flüchtigen lag ein Datenzentrum, gefüllt mit herrlichem, lebensbewahrendem Papierkram. Dort patrouillierten äußerst fähige Wachen. Der verräterische Nager machte sich bereit, durch die Gänge zu schleichen. Ein Vorhaben, das ganz eindeutig unterhaltsam scheitern würde. Ach, Herr Jemine. Okay. Guck mal. Warte mal. Okay. Warte mal, bis er wieder vorbei ist. Ja, Mann. Der Allerbeste. Aber ist noch nicht fertig. Shit. Na, warte. Okay. Noch schön im Rhythmus gehen. Okay. Warten wir mal.
Oh, warte, ich muss mal warten, bis er nach links gegangen ist, ne? Ja? Und jetzt? Warten wir nochmal. Ich gehe auf Nummer sicher. Es hätte wahrscheinlich gereicht, aber ich gehe auf Nummer sicher. Hohoho, wie mit dem Feuer. Okay. Warten wir nochmal. Sehr gut. Oh, guck mal, sehr gutes Timing. Die grässliche Maus hatte es an den Truppen vorbeigeschafft. Und ließ ihren ebenso grässlichen Komplizen durch die Lüftung nachkommen. Diese Überraschung war nicht gerade erfreulich. Der Erzähler ist auch richtig gut. Ja, na, das war aufregend. Bin alles so eifrig, bin ich nicht mehr geschlichen, seit Mombat das Fehlen seines Emmentalers bemerkte. Wir haben es geschafft. Komm, gehen wir weiter. Oh nein, eine Sackgasse. Kein Ausweg. Ja. Hier drüben gab es rein gar nichts zu sehen. Ja, das glaubst du. Ja, das ist Violas Zauberstab. Das heißt, sie muss in der Nähe sein. Nimm ihn mit, Jot. Wir geben ihn ihr, wenn wir sie sehen. Okay. Was ist das denn hier für ein verdächtiger Knopf? Aha! Aber ich will gucken, was hier rechts noch ist. Aha! Eine kalte Pizza. Ja. Komm, ich will aber nur das Rollbild. That's all I want. That's all I want, baby. Yeah. Erzählsequenztest. Die Präsentation der erzählenden Sequenz wird ausgelotet. Zunächst sahen sie comichafter aus, auf rechteckige Einzelbilder aufgeteilt. Aber schließlich näherten sie sich einem Bilderbuch. Finde ich ehrlich gesagt besser, dass sie es mit einem Bilderbuch gemacht haben. Das ist irgendwie heimeliger. Ja, heimeliger. Das ist es. Wer ist denn hier drin? Na, guck mal. Viola, hallöchen. Hä? Das ist ein komischer Traum. Vincent und Jot stehen in meiner Zelle. Viola, das ist kein Traum, es sind wirklich wir. Wir kommen, um dich zu befreien. Du bist in der Unheilstiefe, krumm als Stützpunkt. Der Holzkopf hat das Land an sich gerissen. Wir müssen in seinen Palast gelangen und ihn auswerfen. Seid wirklich ihr? Und ob Jot und Vincent gesund und munter. Krass, ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch hier irgendwo ist. Mondbart? Verleid, Viola, Mondbart ist nicht mehr bei uns. Meine Schuld. Alles ist meine Schuld. Mombat dachte, ich könnte Magie wirken, die alle beschützt. War so zuversichtlich, fast hätte er mich überzeugt. Auch tief in mir wusste ich, dass ich es nicht konnte. Dachte, ich könnte meine Geschichte verändern. Dachte, Dinge könnten umgeschrieben werden. Doch letztlich war das unmöglich. Alles lief auf die gleiche alte Geschichte hinaus. Ich habe Mombat im Stich gelassen. Ich habe alle enttäuscht. Viola, komm schon, das stimmt nicht. War eine gemeinsame Sache. Wir alle haben unser Bestes versucht. Nur eine Person ist Urheber all dieses Elends. Und zwar Grumwall. Und zwar, dass Grumwall Mombats Bruder ist? Ja. Verrat unter Brüdern kommt also auf den Haufen mit ungutem Zeug. Hör zu, es sieht schlecht aus, kein Zweifel. Aber diese Geschichte ist noch nicht vorbei. Wir können das Ende beeinflussen. Dinge in Ordnung bringen. Geschehen, es lässt sich nicht ändern. Wichtig ist, was wir jetzt tun.
Du hast recht. Es tut wirklich gut, dass ihr beiden hier seid. Wir freuen uns, dass wir dich gefunden haben, Viola. Hey, wir haben da was von dir. Danke, Jot. Danke, Vincent. Ich werde tun, was ich kann. Umbal darf nicht damit davon kommen, was er Mompad angetan hat. Was er ganz Mojo angetan hat. Wir müssen die Leute im Land befreien. 1000%ig richtig. Kommt, holen wir noch diesen Bergtroll. Let's go. Genug geredet jetzt. Jetzt gab es 3 von ihnen. Ja, zählen. Konnten sie nicht einfach still sitzen? Nein. Datenzentrum voraus. Ich schleiche hindurch. Öffne euch von der anderen Seite einen Nebeneingang. Sieht so, wie ich husche. Okay. Ein weiteres Datenzentrum befand sich vor dem tückischen Trio. Der freche Nager wollte wieder herumschleichen. Zweifellos führte sein grenzenloser Hochmut diesmal in sein Verderben. Okay. Okay, wenn er da drauf geht, muss ich auch gehen, okay. Jetzt muss es schnell sein, ne? So. Was passiert, wenn er da hinten drauf geht? Geht die Tür auch auf. Okay. Dann müssen wir warten. Sehr gut. Okay. Muss aber verdammt schnell sein, hä? Wir warten, bis der andere nochmal vorbei ist. So. Na komm. Der allerbeste. Jetzt los. Okay. Können wir ihn so durchlassen? Das ist gut. Sehr gut. Du hilfst mir doch, oder? Moment mal. Ah, der ist jetzt gefangen. Okay. Sehr gut. Mein Timing ist perfekt, Junge. Erneut hatte die pelzige Nervensäge es irgendwie geschafft. Ich bin doch keine Nervensäge, hallo? Und wieder verschaffte sie ihren verflixten Mitstreitern Zutritt. Ja, natürlich. Das war kein tolles Ergebnis. Doch. Und stellte die Tauglichkeit der Wachen sowie die Effektivität ihres Ausbildungsplans allmählich in Frage. Nun, am Datenzentrum sind wir vorbeigekommen. Aber das hier sieht ziemlich unumschleichbar aus. Wer schnell genug rannte, konnte bestimmt durch die Lücken im sausenden Band hindurchschlüpfen. Ja, natürlich. Nee. Für diesen tödlichen sausenden Klingen halte ich lieber Abstand. Vielen Dank. Doch, das sieht nicht so aus, als könnten wir die Maschine von hier aus anhalten. Das verlangt nach einer kühnen Kraft von außerhalb unserer Welt. Vielleicht ist hier irgendwo eines dieser wirbelnden Portale? Weißt du, die Bedürftigen finden oft hilfreiche Dinge. Such mal morgen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.